Hallo und willkommen zum Video Omas Apfelkuchen nach dem Buch Der große Lava Backen. Für eine Springform von 26 cm Durchmesser brauchen Sie 500 Gramm Mürbeteig. Zum Belag 7 kleine Apfel, Saft von 2 Zitronen, Apfelmus, selbstgemacht oder gekauft 200 Gramm. 2 Ei, 6 Eigelb, 400 Gramm Sahne, 85 Gramm Zucker, Zimtpulver, Mandelblättchen 5 Esslöffel. Den Mürbeteig nach dem Grundrezept zubereiten und ruhen lassen. Die Äpfel schälen, halbieren und entkernen. Die Apfelhälften in Stiften schneiden oder hobeln. Die Äpfel in eine Schüssel geben und mit Zitronensaft mischen. Für den Guss Apfelmus, Eier, Eigelbe, Sahne, Zucker und Zimtpulver verquirlen. Den Ofen auf 180 Grad vorheizen. Eine Springform mit Butter einfetten. Den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche etwa 5 mm dick und etwas größer als die Form ausrollen. Den Teig in die Form legen, dabei einen Rand hochziehen und andrücken. Den Teig mit einer Gabel mehrmals einstechen. Die Apfelstifte auf dem Teig verteilen. Den Guss darüber gießen und die Mandeln darüber streuen. Im heißen Backofen auf der unteren Schiene in etwa 40 Minuten goldbraun backen. Den Kuchen herausnehmen und in der Form abkühlen lassen. Dann aus der Form nehmen und den Kuchen mit Puderzucker bestreuen. Ja, lecker! Viel Spaß beim Nachbacken und guten Appetit!